Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 19 Video. Und heute geht es um die Release Dates zu FIFA 19. Und falls ihr mehr FIFA 19 News sehen wollt, ihr wisst Bescheid, lasst den Daumen nach oben da, das würde mich unfassbar freuen. Und gerne auch ein Abo dalassen, falls ihr immer auf dem aktuellsten Stand bleiben wollt, eben was jetzt auch FIFA 19 angeht. Vor allem zum Start werde ich sehr, sehr viele Trading-Tipps und sehr, sehr viele Tipps und Tricks hochladen, um euch weiterzuhelfen. Okay, ich möchte das Video jetzt nicht zu lange halten, deswegen beginnen wir mit dem ersten Release Date. Und das ist eben das Release Date von der Vollversion. Das ist am 28.09. und wenn man eine bessere Version hat, dann eben am 25.09. Also zum Beispiel mit der Champions Edition kann man das Ganze eben schon 3 Tage früher spielen, was natürlich sehr, sehr nice ist. Ja, weiter geht's jetzt mit dem Demo-Erscheinungsdatum. In FIFA 18 ist die Demo am 12.09. rausgekommen, also eigentlich schon ziemlich früh an einem Dienstag. Und wenn dieses Jahr die Demo wieder an einem Dienstag rauskommt, dann müsste das der 11.09.2018 sein. Die Demo kam in den letzten Jahren immer circa 2 Wochen vor dem Spiel und der 11.09. wäre eben genau 2 Wochen vor dem 25.09., also vor dem Release-Date mit der besseren Version. Also der 11.09. dürfte für die Demo ziemlich sicher sein. So, wie sieht es jetzt mit der Web-App aus? Die Web-App kam letztes Jahr erst am 20.09. raus. Das ist eigentlich unüblich. Die kam eigentlich immer auch 2 Wochen vor dem Vollversion-Release. Und deswegen denke ich, dass die Web-App vielleicht dieses Mal so am 18.09. rauskommen müsste. Das ist, denke ich, ein guter Tipp. Der 18.09. wäre nämlich auch ein Dienstag und es ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass die Web-App an einem Dienstag released wird, weil EA große Dinge eigentlich immer an Dienstagen released. Aber bei der Web-App ist man sich noch nicht ganz sicher. Das Ganze wird auf jeden Fall circa 1 bis 2 Wochen vor dem Spiel rauskommen. Mein Tipp ist der 18.09. Und zu guter Letzt geht es jetzt nochmal um den Early Access und da kann man sich für 4 Euro 10 Stunden Spielzeit kaufen. Das Ganze ging aber eigentlich nur auf der Xbox bisher. Vielleicht geht es diesmal auch auf der PlayStation. Da können wir uns auf jeden Fall gefasst machen. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Das weiß eigentlich auch noch niemand. Vielleicht geht es eben auf der PlayStation auch. Und da kann man auf jeden Fall bei Early Access schon die Vollversion von FIFA 19 dann spielen und ich denke, dass das dieses Jahr am 19.09. rauskommen wird, denn das ist ein Freitag und letztes Jahr war es eben auch ein Freitag, deswegen dürfte der 19.09. für den Early Access ein ziemlich guter Tipp sein. Ja, okay, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen kurzen Video. Falls es dir gefallen hat, lass den Daumen nach oben da, eben auch für mehr FIFA 19 News ein Abo da lassen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao!